Willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Hallo, bei unserem neuen Golden Doodle Bericht möchte ich wieder ein paar wichtige Sachen erzählen und einfach Erklärungen abgeben und dabei unsere Welpenherz haben. Es sind ja alle immer sehr interessiert und ich werde oft gefragt, warum sollte man sich eigentlich einen Golden Doodle kaufen? Also da sage ich immer, wir züchten ja schon sehr lange Golden Retriever und das ist weltweit zur beliebtesten Hunderasse geworden. Die kennt ja jeder, weiß ja jeder, der ist gescheit, der ist lieb, der ist brav. Und der Golden Doodle wird ja erst ungefähr seit 15 Jahren gezüchtet. Dieser Trend kommt aus Amerika und der grabt jetzt dem Goldie echtes Wasser ab. Er ist noch unbekannt, aber wer ihn erkennt, ist sofort verliebt und will unbedingt so einen haben. Diese Hunde sind lebendige Puppi. Sie sind extrem elegant in der Bewegung, immer freundlich, immer lustig, 100% kindersicher, extrem gelehrig, einfach ein gescheiter Hund, Balsam und Wohltat für die Seele. Und was natürlich auch immer gut ankommt, das ist ein besonderer Hund, den hat halt nicht jeder und den kennt noch nicht jeder und das ist schon was Klasses. Der Name von dieser jungen neuen Hunderasse Golden Doodle kommt vom Golden Retriever und vom Pudel, der auf Englisch Doodle heißt. Den gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben da jetzt die großen Königspudel mit Golden Retriever und dann gibt es natürlich auch noch in Midi oder Mini. Kommt immer darauf an, welchen Pudel man dazu nimmt. Der Pudel ist bestens geeignet für so eine Hybrid-Hunderasse-Bildung und man nennt es dann immer F1-Hybride. Das heißt, beide Elterntiere müssen reinrassig sein. Man kann mit diesen Hunden nicht weiter züchten. Die Erbveranlagung teilt sie dann einfach wieder auf. Ich habe das auch auf meiner Homepage ein bisschen beschrieben, dass man sich ein wenig ein Bild machen kann und eine Vorstellung. Wichtig ist für den Interessenten zu wissen, das sind absolut allergikerfreundliche Hunde. Das garantiert zwar keinem Menschen, dass er nicht allergisch ist auf einen Hund, weil Garantie gibt es im Leben für gar nichts, aber diese Hunde verlieren keine Haare und sind einfach da bestens geeignet. Ich sage ja auch gern, bei ganz besonders bezaubernden Hunden, das ist Glück zum Anfassen. Und das, glaube ich, beschreibt alles, weil diese Hunde sind völlig frei vor Aggressionen und wollen Lerner und wollen im Besitzer gehorsam sein. Das sind Hunde, die nicht von der Hand weglaufen, die kann man einmal ohne Gartenzaun halten, was natürlich nicht heißt, dass sie sich vollkommen von selber erziehen, aber sie wollen erzogen werden. Und das macht einen Unterschied, weil es gibt viele Hunde und Hunderassen, die halt nicht so dem Menschen dienlich sein wollen. Jeder bringt halt was anderes mit, so wie jeder Kuchen anders schmeckt, sage ich immer, hat jede Hunderasse ihre Vor- und Nachteile. Und der Golden Doodle ist halt einer, der wirklich überall hinpasst, zu jung und alt. Das ist ein sportlicher Hund, das ist ein wederfester Hund, das ist einfach ein richtiges Herzipuppi. Derzeit kann man ja bei den Welpen noch nicht erkennen, wie das Fell wird und was das mal für ein Hund wird. Und das erzähle ich auch immer bei allen Hunderassen, weil es gilt für alle gleich. Eine Welpe mit 2 Wochen, so wie das da jetzt ist, die fangen erst an, die Augen zu öffnen und sehen und hören können sie erst mit 3 Wochen. Alles braucht seine Zeit und die rassetypischen Sachen entwickeln sie auch immer erst später. Wenn man den Welpen da jetzt anschaut, der ist halt einfärbig schwarz, ist noch nicht, weiß Gott wie groß, macht jetzt schon einen schlanken, hohen Eindruck. Das kommt vom großen Pudel. Gell? Und wie sich der weiterentwickeln wird, das zeigen halt erst die nächsten Wochen. Leider, leider, ich möchte eh schon mehr Herz haben, aber alles braucht halt seine Zeit. Und es würde ein kleiner Cocker Spaniel oder ein kleiner Labrador in Schwarz ähnlich ausschauen. Bei ganz kleinen Welpen kann man das noch nicht sagen. Nur wir Züchter haben natürlich da ein Auge dafür und vor allem wissen wir ja, wer die Eltern sind. Und weil wir eben genau wissen, wer die Eltern sind, können wir die Hunde auch sehr gut einschätzen. Es ist in der Hundezucht natürlich wichtig, darauf zu achten, dass die Elterntiere gesund sind, alle möglichen Untersuchungen haben. Aber nur weil wichtiger ist, dass sie wirklich bombastisches Wesen haben. Der Hund lebt so eng mit uns zusammen.
Und ich sage auch immer, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dass das wirklich ein guter, beseelter Hund sein muss mit einem exzellenten Wesen. Und das kann man nur erhalten, indem man wirklich klasse Elterntiere verpaart und darauf achtet, dass der Hund eine super Kinderstube hat und gut aufwächst. Dann kriegt man da wirklich ein Zuckerstückchen und ein mit Gold nicht aufzuwiegendes neues Familienmitglied. In der Nahaufnahme kann man das sehen, dass halt die Augen gerade mal ein bisschen aufmachen, so ganz leichtes Chinesengesicht, gell? Ganz kleine Schlitzauge, aber nächste Woche werden wir dann schon deutlich mehr Gesichtsausdruck herzeigen können. Und da geht es von Woche zu Woche lustiger zu bei uns in der Kinderstube. Im Vergleich auch bei den schwarzen Puppen, man kann halt noch nichts sehen, die Augen gehen erst auf, sind halt noch sehr klein. Und den Golden Doodle, den gibt es in den verschiedensten Formen, je nachdem, wie halt die Doodle-Goldie-Kombination ausgeht. So, schon sind wir wieder am Ende unserer kleinen Präsentation angekommen und ich möchte mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und ich werde sicher bald wieder was machen und euch noch mehr informieren und noch mehr zeigen. Baba, bis zum nächsten Mal.